keine Panikmache. Also ich sehe da überhaupt keine Gefahr. Ich kenne keine Kranken mehr. Ich habe im März viele Kranke gekannt, Skifahrer, andere Urlauber. Da ging wirklich was rum im Februar. Aber jetzt gibt es keine Kranken mehr. Also Menschen, die nicht recherchieren, wie wir das machen, die werden dumm gehalten und glauben das, was die Regierung uns vorgibt und begeben sich in die Angst, die die Regierung mit uns veranstaltet. Und Angst senkt das Immunsystem. Unsere Forderung ist zurück zur Demokratie, weg mit den Gesetzen, die uns einengen, weg mit der Maske, die uns zu Sklaven macht.